Aber wo haben die die Pistolen? Haben die nicht Pistolen gehabt? Ich will Pistolen. Ha! Nein! Die nimmt sie nicht! Dave! Kann ich keine Waffen nehmen? Bin ich gezwungen, hier mit Leuchtfackeln und Schnitzelklopfern rumzulaufen im Spiel? Oh, damn. So, ich glaube, waren nur drei, ne? Oder? Nein! Instant die Frage beantwortet, Alter. Schön. So, das lief vorhin schon so scheiße. Damit ich mich da unten drin verstecke. Okay, wir haben noch einen. Ah, Vierer. Waren es Vierer? Ihr seht, das Elend wird das so leicht mit mir haben nachher. Ganz leichte Beute. So, ich gehe mal wirklich davon aus, sobald er. Sobald diese dramatische Musik weg ist, irgendwie das. Ja, da, mein Freund! So, also von. Oh, hey, grüß dich! So, war's jetzt? War das jetzt alles? Ja, mach doch Taschenlampe. Mach doch die Taschenlampe nicht an, bitte. Okay, cool, cool. Da ist noch ein Lüftungsschacht. Cool, cool. So. Schrott, ach, kann ich nehmen. Mist. So, hier hätten wir noch eine neue Verkabelung. Das ist jetzt wahrscheinlich obsolet. Irgendwie würde ich jetzt mal fast sagen. Lautsprechersystem installiert. Okay, bababa. Luftreinigung. Eine Luftreinigung. Ah, die vernebelt. Das wäre ja, das wäre geil gewesen. Ja, das wäre natürlich eine, das wäre eine coole Nummer gewesen. Naja, ich denke mal, es wird, was war das jetzt? Zahnpasta? Okay, was hat jetzt hier eingesammelt? Zahnpasta? Das wird jetzt wahrscheinlich nicht die letzte Szene gewesen sein, irgendwie, wo man sowas einsetzen kann. Aber jetzt wissen wir. Lüftung, bis sich der Hustenanfall verrät. Ja, das ist wohl richtig. Echt? Kriegt ihr einen Hustenanfall, wenn ich da umstehe? Ja, blöde. Wenn du gerade so dich anschleichst, so. Das wäre blöd. Ist mal nicht so, oder? So, ach, guck mal hier. VIP-Lounge. Hm, schön. Ach, schön. Schöne Bilder aus der Jungschule des Brutalismus. Ganz toll. Set. Hm, okay, hier kommen wir nicht rein. Strom fehlt. Oh, hier hinten ist noch eine Tür. Hier hätten wir auch mal neu verkabeln können. Ah. Hm. Hätten wir auch ebenfalls alle rauchen können. Cool, na, für nächstes Mal. Achso, Steve. Mach gerade ne, was? Hat den Apokalypse rum? Den, ja, genau, richtig. Man nennt mich auch Mad Max Mike. So, hier. Der ist der Door. Bin hier, schön. Finde ich mal absolut großartig, irgendwie, wenn du so Außenaufnahmen von so Raumschiffen hast. Bei Dead Space war es schon genauso, irgendwie, wenn du ab und zu mal so durch diese klaustrophobischen Gänge gekommen bist. Och, ja, hier fliegt ein Stück der Versorgungsanlage. Aber komm! Die Aussicht ist schön. Ja, wenn du bei Dead Space gerade mal so durch die klaustrophobischen Gänge gekommen bist und dann irgendwie in eine Halle gekommen bist, wo du eben so einen Anblick hattest, irgendwie grandios. Strom wiederherstellen. Okay, alles klar. Oh, hier, noch ein Spind. Guck mal, hier innen drin ist. Fotos, wie cool ist das denn? Auch Kreidefelsen, wunderbar. Schön, finde ich ein cooles Gimmick. Da man sich wahrscheinlich extrem oft in Spinden nur fällt in diesem Spiel. Eine coole Sache. Was haben wir hier? Noch eine Karte. Ja, Karte aktualisiert. Sehr cool. Werfen wir mal kurz einen Blick. Kartenzelle finden, um SZG zu reparieren. Ah, okay, alles klar. Mit SZG ist wahrscheinlich der Walkman gemeint. Gehört. So, können wir noch kurz tiefer gehen? Nee, sind schon ganz unten. Liegt hier noch irgendwas rum? Hier versteckt man ja nochmal immer Sachen. Oder hier hinter dem. Nee, schade eigentlich. Oh! Zukunfts-Euro-Palette! Ah, schön.
Schön. War gerade. Ja? War gerade das eben, was ich da noch gar nicht gesehen habe? Oder. Oh, okay, hier drin. Ach du Scheiße. Da ist noch. Nochmal die Karte aktualisieren. Ist hier noch irgendwas mitnehmen? Nee. Oh, jetzt hat mich ja. Ich bin gerade hier von dem Ding hier erschrocken, ey. Na, mal einen kleinen Hotti-Hotti-Hotdog? Mh, French Fries, die sehen gut aus. Mega Burger. Chicken Mag. Was? Chicken Nuggets. Großartig, das Hamburger. Oh, was ein Horse Burger? Na, da warte ich lieber auf die Horse Lasagne. Der Horse Burger, genau. Mh, köstlich. Ich stehe sogar nachts auf dafür. So. Erstmal safen, dann sind wir safe. Jawoll! Jawoll, hallo! Captain Ballermann! Der Judge Giver! Schlüsselkarte. Cool, nehmen wir auch mit. Und ansonsten hier noch irgendwas machen. Oh, dieser. Toll, jetzt habe ich Bock auf Burger. Ja, ist sag mal, so eine schöne Tastatur. Großartig. So, hier gehe ich erstmal kurz mal nicht weiter, weil könnte eh da sein. Ja, ein paar geile Chucks mitnehmen. So, guck mal nämlich erstmal kurz hier unten. Und zwar, hier war ein Schacht. Oh, Klettersprung kurz rein. Oh, schön. Was haben wir denn da? Bindemittel. Mann, och, ich bin voll. Wieso? Minikit. Ja. So, ein Minikit gebaut. Wunderbar. So, okay. Komponente B. Konnten wir auch mitnehmen. Das ist gut. Ja, Dave, wahrscheinlich einer der besten Tipps jetzt hier irgendwie am Start. Irgendwie schnell immer bauen, irgendwie, damit du Kapazität hast. Ach du Schande. Eigentlich der Einzige, der so ein bisschen Stargate-Flashbacks da hat, irgendwie, wenn sich so diese Iris öffnet. Ja, das hat's ja voll gemacht jetzt hier. So, okay, alles klar. Hier können wir wahrscheinlich Gerät unzureichend. Das ist Mist. Ach nein, ich muss wirklich da jetzt hin, wo das eh ist. Hab das Spiel aus höchster Schwierigkeitsstufe in VR durchgespielt. Was bist du denn für ein knallharter Typ, ey? War eine Quälerei, empfehle ich niemanden. Hast du es wegen der Trophäe gemacht oder einfach für die eigene Herausforderung? Herausforderung. War eine Mischung aus Herzinfarkt und Übelkeit hoch 10. Glaube ich dir. Motion Sickness ist ja natürlich dann noch irgendwann echt ein Problem, wa? Wenn du hier irgendwie so, das wird ja sehr schnell hektisch hier irgendwie. Also, krass, Dave. Respekt. Äußerst Respekt. Einmal einen großen Shoutout an Dave. So, okay, alles klar. Also ist. There's only one way. It's just this way. Okay, nee, vorbei. Ist auch zu. Oh, nee, warte mal. Schlüsselkarte benutzen. Haha! Stimmt, wie viel? Das ist doch gestern. So eine Schlüsselkarte, Alter. Hallo, Alien, bitte. Tu mir nichts. Okay. Wie schon wieder. Das sind, glaube ich, Collectibles, war? Kann das sein? Ein Leben eher. Ja, drunter macht Dave das doch nicht mehr. Na, Kumpel? So, ich loote mal schnell hier erstmal alles. Ich noch looten kann. Medikit. Jeweils subkutane Impf, tralala, ich bin doch. Okay. So, da war sie dabei. Jetzt kann man gerade basteln. Was ist das Maximum eigentlich? Ich glaube 10, wa? Können wir bauen?
Wahrscheinlich Schwierigkeitsgrad abhängig, aber ich glaube, wir können jetzt hier 10 bauen. Oh, und das Design ist einfach... grandios. Wer baut denn sowas, Alter? So offen. Das ist großartig. Einfach. Schau. Oh, was haben wir hier? Revolvermunition. Eine Patrone. Alter, was ist los? Bin ich hier bei The Evil Within oder was? Plop! Oh Gott. Der Flugschreiber. Ah, von der Nostromo oder was? Was? Fand ich schon damals in dem Film so krass, irgendwie diese Zeichen, die immer eingehen werden, irgendwie. So wie Hieroglyphen. Okay. Konzentriert. So leer. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Was? 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 Uncool. Lärm ist uncool. Jetzt hier, warte mal. Raten, komm auch nicht mehr raus, ne? Natürlich komme ich auch nicht mehr raus. Das ist ja toll. So, warte mal, einer leuchtet grün. Benny kennt bestimmt die Programmiersprache. Exakt. Sind jetzt hier alle... Was? Datenzelle. Ach, guck mal, die Datenzelle. Ja, Batterien für den Walkman. Wie geil. Jetzt komme ich jetzt raus, oder was? Na, schau, ob das klappt. Ah, nice. Wer war, wie? Was? Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. Stehen. Das ist ein Zeichen. So, ja, Windings. Genau. Ja, die Symbole sind mit Absicht, weil es keine Einheitssprache im Alien-Universum gibt. Core-Welten sprechen Englisch, Japanisch, PP sprechen Russisch, Chinesisch, etc. Das ist einfach mit Symbolen. Schlüssig. Oh, was haben wir hier? Eine Rauchgranate? Na, hallo? Ach, krass, okay, alles klar. Also, wir finden wieder Medikit-Baupläne, tatsächlich, die man im Aha, Moment mal. Auch Granate, nice, man. Machen wir doch mal hier. Hallöchen, Hallöchen. Piep. Hammer. Und hier noch. Weil es so schön ist. Weil es eine gute Zahl ist. So, jetzt schauen wir uns hier mal kurz hier noch die Toten an. Danach gehen wir in die Türe. Oh Gott. Ach, die Schande. Endgranate, das wird immer besser hier, hallo? Munition für Bolzenschneider? Was? Munition für Bolzenschneider? Money of Progressive Peoples, ja, sie wecken in den Weltall, ja. Ja, wo wir wieder bei Kosmonauten und Astronauten werden, ne? So, okay, dann probieren wir das hier nochmal. Da, okay, alles klar. Hamba? Hamba? Hamba. Cooles Prinzip. Also. Cooles Minigame. Ist wahrscheinlich auf Zeit, wie ich das jetzt gesehen habe da. Verstecken, verstecken, verstecken. Ich glaube, wir haben noch so einen Ausweis. Oh, hier war noch Rüde. Hier spricht Chief Porter von Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf... der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Sowjets in Space. Ja, und wer war der erste Sowjet im Weltall? Na? Yuri Gagarin. Never too late for safe. Okay.
Nur der Alarm ist wirklich äußerst beunruhigend, muss ich sagen. Und nein, jetzt ist der Tor zu. Kommen wir jetzt... Warte mal, kommen wir jetzt hier vorne rein? Vivi kommt wieder seinen Bildungs... Ja, ist wichtig. Wir haben hier auch einen Bildungsauftrag. Ey, ich hoffe, ihr seht das nicht als Klugscheißer an. Das ist das allerletzte, was man natürlich will. Ne? Nenn's mal nur ein kleiner Funfact für nebenbei. So. Der erste Sowjet im Hund. Im All war. Ja, genau. Leica. So, okay, Archive an Chief Porter an Sevastopol Terminals. Chief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von der Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zur Apollo wurde getrennt und das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch. Für die Leute, die noch hier sind, na, die schlechte Nachricht, wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Ja, er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. Franco. Tut mir leid, wenn ich mich immer ab und zu noch ein bisschen verdrücke. Steuerung ist mir jetzt noch nicht ganz ins Blut übergegangen, obwohl die wirklich gut ist in dem Spiel, muss man sagen. Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts von Julia Jones. Trostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte... verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol, jetzt kann man auch wirklich wie so ein Nachrichtensprecher hier. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalbesetzung. Andockrampen stehen leer. Und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Seagrants, Saxons, kostensparenden hergestellten Androiden sind längst Schnee von gestern. Und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. Wie konnte es so weit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangige Firma für ihre Überexpansion im Wettrennen in den Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. Tja. Audio. Nicht. Zubehör? Auch nicht. Finde ich tatsächlich ganz cool, diese Rechner irgendwie. So, hier können wir noch was mitnehmen. Hier haben wir noch Bademond von heute. So, hier gibt's nichts. Ein paar Pringels. Schade. So, Köfferchen. Schrott haben wir noch mitgenommen. So, können wir nicht mal irgendwo diese Facility Control... Scheiß Alarm ausstellen, das ist ja fürchterlich. So, Strebe entfernen. Und auf das Ding. Die Terminals in dem Spiel sind etwa so modern wie Mutis Laptop. doch so fortschrittlich, ja? Okay, gut, jetzt sind wir hier vorne wieder. Immer noch nervender Alarm. Why? Und warum muss ich jetzt hier durch? Was hat mir das jetzt hier gerade gebracht? Den nicht irgendwo ausschalten. Nope. Ah, hier. Sehr schön. Nein, bitte nicht. Ladies and Gentlemen, The Alien. Design von HR Giga. Scheiße.
Tentakel hinterher. Nee, tatsächlich muss man wirklich sagen, irgendwie. Also, das ist wirklich echt ein mieser Motherfucker. Also, das ist. Der ist schneller, stärker, der. Da bist du als Mensch, bist du einfach nur am Arsch. Du bist einfach nur am Arsch. Oh. Oh, ist offen. Oh. Ihr wundert euch bitte nicht. Wundert euch bitte nicht, dass ich jetzt nicht hier gerannt bin. Den einzigen Tipp, den ich schon mal vom Kumpel gehört habe, du darfst in dem Spiel, wenn das Alien da ist, nicht rennen. Weil es deine Schritte hört. Denn ist der Hase am Arsch. Deswegen, also nicht wundern, wenn ich jetzt hier so... Okay. So, ich probiere mal erstmal... Erstmal wieder zurückzukommen. Oh. Schatten. Mich erschraken. Die Kraken. Können wir nichts machen? Ruhig und beständig. Beständig ist sicher. So, okay. Ja. In meiner Heimatstadt hatte echt jemand so eine lebensgroße Alienfigur im Vorgarten zu stehen. Sehr geil. Sehr, sehr geil, tatsächlich. Sehr, sehr teuer bestimmt. Wahrscheinlich selbst gemacht aus Metall, ne, oder so. So, wo sind wir denn? Den haben wir. Den haben wir. Und, den haben wir. So, please open up. Aber tatsächlich ist das Giga-Museum halt wirklich schon sehr, sehr geil. Alter, die Sounds killen mich hier. Wirklich. Das Alien lernt dazu mit der Zeit. Wunderbar. Schön. Dave, wir müssen an deiner Motivationsrede diesmal arbeiten. Das hätte ein Benny-Spruch sein können jetzt gerade. Oh, ah! Oha! Oha! Oh nee! Ach du Scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Er steht da einfach? Will er mich verarschen? Ey, tatsächlich muss ich wirklich sagen, irgendwie, ich habe so einen Respekt vor dieser KI, ja? Weil die wirklich so dermaßen exzellent sein soll. Dass man jetzt hier nicht einfach so diese Standard-Outplay-Sachen irgendwie mal probiert. Alter, bitte. Bitte. Nein. So, schnell. Hurry up. Bitte nicht piepen. Mach keinen Lärm. So, hier, da, schnell. Wo ist er? Da ist er. Und in der hier. Und in der. Oh, los, mach auf. Komm, schnell. Schnell. Holy moly! Oh! Oh, Mann! Krass! Willkommen bei Seeksen Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Wie? Bei dir? Ah, krass. Einer der Androiden, oder was? Hallo, ja, toll aus. Mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seeksen das technische Wettrüsten verliert. Stimme ist ja auch krass. Okay. Heftig. Heftigst. Okay, gut. Dann, was haben wir hier? Helm. Modifizierten. So, hier haben wir eine neue Verkabelungsschnittstelle. Schauen wir mal, was wir hier machen können. So, Luft rein. Ja, ist aktiv. Und Kamerafeed ist auf ihrer Kamera. Nehme ich dir erstmal gleich weg, mein Freund. Auf unsere Hilfe ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für
Jetzt sind die Hiwis also. Steve, seine Story war mal ein bisschen anders als bei mir im letzten Abschnitt. Ach so? Variiert die Storyline? Das ist ja krass. Genial, einfach. Einfach genial. Okay, das ist ja genial. So, davon ist noch so ein Hiwi wahrscheinlich. So, schauen wir mal erstmal hier. Schön. Rohre. Wunderbar. Was hier? Blaues Licht. Das leuchtet blau. So, können wir hier noch... Ja, hier brauchen wir einen Ionenschneider. So, dann ist das eine Tür. Noch ein Ionenschneider. Das ist wahrscheinlich das, was ihr vorhin geschrieben habt im Chat, ne? Dass man ja immer wieder zu diesem Punkt zurückkommt. Ja, und wieder, dass man zu verschiedenen Punkten wieder zurückkommt, wenn du halt das jeweilige Equipment hast, um weiterzukommen. So ein bisschen Zelda-mäßig. Bei mir hat er das eher in die NPCs getötet. Ja, die hab ich schon alle platt gemacht. Mit dem zuvor gekommen. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Synthetik verfügt über ein simples Design. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Sieht ein bisschen aus wie Phantomas. Die KI ist dynamisch. Warten. Was willst du machen? Ha? Geh ich einfach hin. Komm, halt mich drauf. Das ist so eine große Fresse, ey. Gleich kommt er. Ich denke mal, irgend so ein Androiden wird jetzt auch nicht so die große Chance haben, wahrscheinlich, wa? So, okay. Hier ist die Tür zu. Und hier haben wir ein Büro. Schön. Was haben wir hier? Was ist das? Bewegung. Jawoll! Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Yes. Damit uns jetzt richtig der Stift geht. Leertaste halten. Bewegungsmelder. Gibt es ein Problem? Nein, alle cool. Kein Problem. Mach's gut. Tschüss. Ja. Hau rein. Ladungspack. Hm, was haben wir denn hier noch? Was schöne Schraubenzieher mitnehmen. Ethanol ist der Sanitäter in der Not. So. Ah, okay. Die Türüberbrückung. Ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir rausfinden, was hier los ist. Chief. Also ich weiß nicht, wenn du nicht ein Indianerhäuptling bist, solltest du dich Chief nennen irgendwie. Ungültige Datei. Unser Manifest. Schön. Morgen gemeinsam. Zuerst erschien in Auge auf Sachsen. Wir wollten ihnen keine neue Welt zeigen. Wir wollten sie mit ihnen entdecken. Hier bei Sachsen soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung Anwendungen im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden sich uns auf der Reise anschließen. Dave, mal eine kurze Frage. Wenn ich hier irgendwie lese, kommt irgendeiner so ein Android oder ein Alien von der Seite und... Oder bin ich jetzt safe, wenn ich lese? Irgendwie. Weil das ist ja auch ganz entscheidend irgendwie, ob ich jetzt... Ach, nein, dann versteck mich auch. Guck mal hier, ich lese erstmal hier ein paar Dateien durch hier. Jungs, bist du sicher? Ach, Mann. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Morgen gemeinsam. Sixen-Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Alter, was ist denn das für ein Name? Zuerst erschien in Auge von Sixen. Unser Ursprung im All. Jetzt geht die Präastronautik hier los. 2043 änderte alles. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete Sixen, vormals Seek and Sun, den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und unter der steten Führung des Gründers Josiah Sieg war unsere Firma bereits bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Son bauten die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiteten. Wayland Corp. teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josiah Sieg parat, zu spekulieren, zu innovieren
und produzieren. Ohne Seek and Sun sehe der Himmel heute wahrscheinlich anders aus. Das denke ich auch.